It is March 1st of 2014. Hier ist unser Politikblog. Hier ist unser Politikblog. Wir sprechen nun mit Herrn Valery Sergachev von der Kiew-Rus-Partei aus der Ukraine. Herr Sergachev, was ist die Situation in der Ukraine nun nach dem Staatsstreich und was unternehmen Sie mit Ihrer Partei? What are you doing with your party? Me and my party, together with Natalia Vitrenko. Meine Partei und ich, zusammen mit Frau Vitrenko, sind hier nach Europa gekommen. Wir sind bereits in Frankreich gewesen. Wir sprechen hier mit den Menschen, auch mit den ganz einfachen Bürgern, über die Situation in der Ukraine. Nun möchten wir Ihnen mitteilen, dass nach der Revolte die Nazi-Partei an die Macht gekommen ist in der Ukraine. Nächste Frage. Next question. Wie wollen Sie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit inklusive der Menschenrechte in der Ukraine wiederherstellen? Wir denken, dass Berlin, Paris und Moskau zusammenkommen müssen zu Gesprächen über die Lage in der Ukraine. Und zusammen können sie eine Lösung für dieses Problem finden. Zuerst müssen wir die paramilitärischen Gruppen entwaffnen, die Schusswaffen, wie unter anderem automatische Kalaschnikows als Ausrüstung haben. Als zweites müssen wir die neonazistischen Parteien wie Svoboda verbieten und die Registrierung des rechten Sektors als Partei verhindern. Erst danach können wir freie Wahlen des Parlaments und des Präsidenten durchführen mit Wahlbeobachtern aus der Europäischen Union oder anderen Ländern. Es würde in dem Prozess stattfinden. Derzeit hat Russland die neue Regierung in der Ukraine nicht anerkannt. Daher muss Europa das Gleiche tun, die illegale Regierung nicht anzuerkennen, welche auf verfassungswidrigem Wege an die Macht gelangt ist. Denn bereits jetzt gibt die existierende Regierung die Order gegenüber Spezialeinheiten, andere Spezialeinheiten zu bekämpfen. Sie versuchen, die Sondereinheiten in der Ukraine gegeneinander kämpfen zu lassen. Das darf man nicht geschehen lassen. Wir möchten, dass die europäischen Politiker uns hören. Herr Barack Obama sagt oft, zumindest in Wahlkampfzeiten, dass eines seiner Vorbilder der ehemalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt ist. Und ich denke, damals haben die USA gegen Nazis gekämpft. Warum hat Herr Barack Obama diese Position noch nicht eingenommen? Ich würde mich daran erinnern, dass in den 1860er Jahren Russland die Vereinigten Staaten gerettet hat. Denn es ließ nicht zu, dass England, Spanien, Frankreich die Vereinigten Staaten angreifen wollten. Und nun sollten die USA sich an die Unterstützung der Russen erinnern und nicht zulassen, dass andere Länder Russland zerstören. Letztes Jahr war der 150. Jahrestag jenes Ereignisses, als Russland zu Hilfe kam, um Amerika zu retten. Wenn Obama die Geschichte gut kennen sollte, dann würde er es bevorzugen, gute Beziehungen mit Russland zu halten, und sie werden gemeinsam den Weltfrieden bewahren. Many thanks. Thank you. Es ist Donnerstag, der 6. März 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Sie hörten eben zu Beginn der Sendung das Interview, was wir am 1. März 2014 aufgenommen haben auf einer Veranstaltung Schiller-Instituts mit Herrn Valery Sergachev. Herr Sergachev ist Vorsitzender der Kiew-Rus-Partei aus der Ukraine. Das war von einer Veranstaltung vom Schiller-Institut. Dort waren außer Herrn Sergachev als Hauptredner Frau Dr. Natalia Vitrenko, die Vorsitzende der Progressiv-Sozialistischen Partei der Ukraine, und Herr Wladimir Matschenko, Vorsitzender des Gewerkschaftsverbands der Ukraine. Gegen Ende der Sendung werden wir das Interview bringen, was wir damals am 1.3. aufgenommen haben mit Frau Dr. Vitrenko. Jetzt darf ich aber live erstmal in unserer Sendung begrüßen Herrn Andrei Volodko von Radio Svoboda, einem unabhängigen Medium aus der Ukraine, und Freeman von Alle Schall und Rauch aus der Schweiz. Wir werden gleich in Englisch miteinander reden und dann wird es ins Deutsche übersetzt. Guten Abend. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Mr. Volodko, could you tell us some information about Radio Svoboda, the medium you are working for? Not that it isn't Radio Svoboda. It's actually television station, TV channel Academy from Odessa, where I'm working at the moment. So it is working now. It continues their work, and they make their programs. But I'm afraid that the editorial politic of the channel is changed has changed dramatically during the last week. And if before the 22nd of February was so-called somehow pro-Russian or not pro-Russian but supported orientation of Ukraine on the Russia on the union with Russia, Kazakhstan, and Belarus, and now I think that editorial policy is rather changed, and so it's rather neutral. That's what I can say, because when I left Ukraine, it was another country, and so I am actually I left on the 23rd of February, and now during that's the last week, the country has changed dramatically. It's another country. It's another TV channel now that I worked at. Welcome. Ja, ich muss ein Irrtum korrigieren. Ich hatte verstanden, dass Herr Volodko zu Radio Svoboda gehört. Es war aber ein Missverständnis. Er gehört zur TV-Sender Academy und er hat Ukraine, weil in der Ukraine war er zuletzt am 23. Februar und ist dann nach Deutschland und seitdem hat sich die Lage in der Ukraine auch dramatisch verändert. Und ja, TV Station Academy ist neutraler Sender, eher so pro-russisch. Und es sind allerdings jetzt einige Leute im Vorstand haben gewechselt. Und das heißt, auch der Sender könnte sich dementsprechend verändert haben. Mr. Volodko, how has the change in the government happened in the Ukraine? It was changed not strictly in a constitutional way, certainly, because according to constitution, to change we so we speak about government. Government was should be appointed by a president, and the legitimate president for the moment, perhaps from the point of view of law, is still Yanukovych, perhaps, because he didn't he hasn't dismissed for the moment, and the Turchinov is not president. He's so-called interim president, but we haven't got such positions in the constitution. So the existing government perhaps isn't strictly speaking is not legitimate or made according to law. Just it was situation of revolution, and it is an interim government, and even some ministers there, they couldn't be called ministers really. There's some people who like who are just they're called like observers, or someone who is they're just responsible for affairs of certain ministers, but they're not real ministers, because the ministers can be appointed only by real president. But we have
no real president now. We have only Yanukovych, who is nobody knows where he is, and we have Turchinov, interim president, and he is not completely legitimate himself. That is, so situation is not clear from the point of view of law, so to say. Ja, ich hatte Herrn Wolkott gefragt, wie er den Regierungswechsel der Ukraine geschehen ist, und es ist nicht verfassungsgemäß geschehen. Und deshalb ist Janukowitsch immer noch Präsident, und der neue Übergangspräsident, Herr Turchinov, wird in der Verfassung nicht vorgesehen, das Amt eines Übergangspräsidenten, also wäre noch der andere Präsident amtiert. Und es ist ein revolutionärer Akt gewesen, was da passiert ist. Und die Minister sind nicht wirklich Minister, weil sie nur von dem im Amt befindlichen Präsidenten ernannt werden können. Freeman, what is your opinion about the change of the government in the Ukraine? Well, I completely agree about the legality. Soll ich in Englisch antworten? Ja. I completely agree from the legality point of view. What has happened here is not, according to the Ukrainian constitution. This is an illegal act. It is a putsch that happened, and therefore, also all the laws that have been decided since this so-called change are illegal, because they have to be signed by an president, and therefore they're also illegal, right? So it's a very strange situation here. The problem is that the West has recognized this so-called government, and Russia has not, right? So this is the situation. I don't know how they will work effectively, because a lot of the regions in Ukraine are also not recognizing this government, like in the Crimea. They are not accepting what is happening in Kiev, right? Ja, Freeman stimmt vollständig überein, dass das nicht verfassungsgemäß gewesen ist, dass es ein Putsch gewesen sei. Und die ganzen Gesetze, die die neue Regierung inzwischen gemacht hat, oder das Parlament inzwischen beschlossen hat, sind nicht vollständig legal zustande gekommen, weil die Unterschrift des wirklich amtierenden Präsidenten dabei fehlt. Und Problem ist, der Westen hat diese neue, in Anführungsstrichen, Regierung, sogenannte Regierung, anerkannt, Russland aber nicht, und auch eine ganze Menge der Regionen, vor allem die Region Krim, erkennt diese neue Regierung auch nicht an. Which groups are in the new government? Which political parties or groups? Right. In the government? Yes. You see. So the government is formed by Batyshchina Party, Udar Party, and Svoboda Party. So the interim president Turchinov is from Batyshchina. And the Prime Minister Yatsenyuk as well, from Batyshchina. I'm not sure who are the other ministers, but there are three persons who are from Svoboda Party, three in the government, so they say. And as I remember, the very important post of General Prosecutor is as well from Svoboda Party. And so that government is completely formed by former opposition, so-called. Volker? Yes? Okay. Meine Frage war gewesen, welche Gruppierungen, welche Parteien sind jetzt in der Regierung?
Der jetzige Premierminister Herr Jatsenyuk ist von der Vaterlandspartei von Frau Timoschenko und der jetzige Präsident Turchinov ebenfalls. Und Svoboda stellt drei Minister und auch den Generalstaatsanwalt und Uda auch in der Regierung sein. And I think also at least one representative of the right sector is also in the government or has a post as a vice minister. Vice minister? I'm not sure really. They spoke about Dmytro Yarosh, that he will be a deputy to the to the president of National Council of Security and Defense. But now they deny that that appointment at the moment. So it's not clear what is happening at the moment. Ich hatte gefragt, ob nicht eine führende Person von dem rechten Sektor auch einen Vizeministerposten hatte. Das war erst verkündet worden, aber inzwischen wird es auch wieder dementiert, also dass der Jarosch von dem rechten Sektor Stellvertreter sei des Leiters vom Rat für Verteidigung und Sicherheit. Aber das ist im Moment die Lage nicht ganz klar. One very important event is have been before the change of the government the snipers and snipers have shot at policemen and also at demonstrators in many media. Inter alia, alle Schall und Rauch, also RIA Novosti and also Deutsche Wirtschaftsnachrichten has been reported about conversation between the foreign minister of Estonia, His Excellency Mr. Pitt, and Kerstin Ashton, as a high representative for foreign policy of the European Union, where they have talked about the snipers and that it's the same ammunition with which has been shot at the policemen and at the demonstrators. What do you think about it? This question is at both interview partners. Okay. I think that that may be really because actually we should think about why the people went into the street to protest. So really, those Maidan is called European Maidan. That is to say that people went to the Maidan to protest for European integration, for integration with European Union. But actually, that idea before the December of the last year was not so popular among the people, and they wouldn't come in such large numbers, in thousands, only before that. But our people actually were very angry against the very angry against the government and the existing regime and against President Yanukovych because of corruption, because of injustice, because of economic situation and so on, and they were not happy with our police, Ukrainian police, because it was and it is
corrupt and it was unjust to them. So just the idea of European Union was not enough to bring people to the Maidan Square. And only 200 and 300 students protested in the night of 29th November. And the next day they should go away. But in the night, at 4 o'clock in the morning, they were beaten very strongly by special police forces, Berkut. And that was shown on all the TV channels. And when people saw like police beat girls and boys peacefully protesting in the in the streets, and that don't do any violence, and so the feeling was so strong against the system and against the police that many thousands of people came to the Maidan Square, and it was the beginning of that revolution actually. And every time they needed some stimulus for people to come to the square, and that stimulus wasn't the idea of European integration. That was either a girl, a journalist, woman, Chernobyl, who was beaten by some bad guys. Then that was a boy from Maidan who was shot dead, and so on. They just, by those accidents, they had brought the Maidan to its the highest point at the 22nd of February. And so this was a crucial moment when snipers shot those people, because to change the situation they needed just some blood, I think so. Volker? Okay. Meine Frage war gewesen, es ist durch einige Medien gegangen, unter anderem Alle Schall und Rauch, unter anderem Deutsche Wirtschaftsnachrichten, auch RIA Novosti, Gespräch, was veröffentlicht worden ist zwischen dem estnischen Außenminister, Herrn Pet, und der hohen Repräsentantin der EU für Außenpolitik, Catherine Ashton, wo es darum ging, dass herausgefunden worden ist, dass mit gleiche Art von Munition von den Scharfschützen verwendet worden ist, mit denen auch Polizisten geschossen worden ist, auf dem Maidan und auf Demonstranten. Und da habe ich Interviewpartner gefragt, wie sie diese Situation einschätzen, was das bedeutet. Und Herr Wolodko sagt, die Proteste waren anfangs noch mit relativ geringer Zahl, als die Gewalt begann von den Sondereinsatzkräften. Ende November, 29. November 2013, waren es zu dem Zeitpunkt nur 200 bis 300 Studenten. Und es ging den Leuten gar nicht insgesamt um Europa. Es hat sie viel mehr bewegt, dass die Regierung unpopulär ist, weil man sie für korrupt und für ungerecht hält, also Regierung Janukowitsch. Und die waren unzufrieden mit der wirtschaftlichen Situation. Und als dann von den Sondereinsatzkräften diese Studenten geschlagen worden sind, als die Bilder um die Welt gegangen sind, ein Junge, der gestorben ist, ein Mädchen, was verletzt worden ist, dann kamen die Demonstranten zu Tausenden auf dem Maidan, und die Zahl ist dann immer gestiegen. Und
Am 22. Februar, Höhepunkt der Proteste, gab es dann dieses Blutbad durch die Scharfschützen, und was die Situation noch mehr angeheizt hat. Primär, what do you think about the revelation regarding the snipers? Well, as the conversation that was recorded and then put on the internet shows, is that the foreign minister Urmas Paet said that according to the information he got from Olga Bogomolets, who is a doctor and who was treating the people who were shot at the Maidan, and she treated people from both sides, from the demonstrators and also from the police, that the wounds show that these people were shot by the same guns, the same ammunition, and that is the reason why she thinks that it was done by the same people, that they were shooting at both sides. This is what the conversation says. And therefore, this confirms what we already thought before, that this was a clear provocation to make the whole Maidan explode into violence and used as a reason then to do the change of government, or putsch, as I would call it. So I think that, and also if you listen to the interview done by one of the leaders of the police, said that he definitely thinks that there was a third party involved, that there were professionals involved in shooting at both sides. And so this shows that there is something very, very bad going on here, and that this was a provocation. And the result, I mean, the if you listen to the conversation, it says that it most probably came from the side of the opposition of this so-called new government, that from this side. And it's also logical, because they are the ones who profited from this event, right? From this sniper shooting. Ja, es handelte sich um ein Gespräch, was aufgezeichnet worden ist und dann im Internet veröffentlicht worden ist. Die Information, dass die Munition wahrscheinlich die gleiche Munition gewesen ist, stammt von Frau Dr. Olga Bogomolets. Sie hat Leute von beiden Seiten auf dem Maidan behandelt, sowohl durch Schüsse verwundete Polizisten als auch durch Schüsse verwundete Demonstranten. Und die Wunden, an den Wunden hat sie erkannt, dass es sich um die gleiche Art von Munition handelt. Dass es diese Schüsse durch die Heckenschützen gegeben hat, das sorgte dafür, dass der Maidan regelrecht in Gewalt explodierte und gab dann einen Vorwand für den Putsch. Es gibt auch ein Interview mit einem Polizeikommandeur, der sagt, dass auf beiden Seiten geschossen worden ist und dass es sich um eine dritte Gruppe handelt. Also weder Demonstranten noch Polizisten, die da geschossen haben. Where can we find this interview with the police officer? Well, it was published on Russia Today. He's the leader of the police in on the Krim, because there they were not dissolved. That means when he came back to Sevastopol, he was interviewed by Russia Today, and that's where he said that there must have been a professional third party involved in this whole sniper shooting. Okay, also this interview mit dem Polizeikommandeur war von Russia Today, und sie haben ihn interviewt. Er kommt von der Krim und gehört einer dortigen Polizeieinheit an, war damals da
eben eingesetzt in der Hauptstadt. Und als nachdem er zurückkam, wurde er von Russia Today auf der Krim Sevastopol interviewt. At the conference on March the 1st by the Schiller Institute, we have heard about fears that members of the party of the regions and of the Communist Party who have been the parties in government before the coup, and also minorities in the Ukraine, especially Russian people and Jewish people, might be endangered by the new government. How real are these fears? No, I don't think that the national question is one of the principal questions in this situation. Actually, they say that Yatsenyuk is partially Jewish himself. And some of the oligarchs that they say have supported this revolt have also Jewish origin. And in government there were Russians and Jewish were presented on the Maidan as well. So they were presented actually, I think, all the nationalities that live in Ukraine. And I know many Russian-speaking people and Russians who supported Maidan, and Jewish people as well. And I think that some Ukrainians, in Ukrainian-speaking people, supported the opposite side or supported the former government. So it's the question of nationality wasn't the main or principal question of this crisis. The principal question was orientation, the geopolitical orientation of Ukraine, either to the Russia, either to the Europe and the West. That was the line which, according to which the people were divided, not by nationality, not by this language that they speak. That's what I think. Volker? Ja, es gibt, es wurden Befürchtungen auch geäußert, auch auf der Konferenz vom Schiller-Institut, dass eine Gefährdung bestehen kann für Angehörige der früheren Regierungsparteien, die gestürzt worden sind durch den Putsch, Partei der Regierung, Kommunisten, und auch für Minderheiten in der Ukraine wie Russen und Juden. Volodkot sagt, dass jetzige Premierminister, Herr Jatsenyuk, selber zum Teil jüdischen Ursprungs ist und auch einige der Oligarchen in der Ukraine, die den Machtwechsel unterstützen. Von daher sieht er die Gefährdung als nicht, also sieht er nicht langsam. Es nicht als eine Frage der Zugehörigkeit von Religion oder nationalen Zugehörigkeit. Und unter den Demonstrierenden gegen Regierung Janukowitsch waren auch viele jüdische Bürger, waren auch viele russische Einwohner der Ukraine. Sondern es ist eine Frage der politischen Orientierung, ob man sich Richtung Europäische Union oder ob man sich Richtung Russland eher orientiert. What do you think about the burning of flags of the Communist Party and of the Party of the Region? They were certainly excesses of the revolt, but not the most important ones or serious. They smashed down the hundreds of the offices of Party of Region and smashed and burned down dozens of the offices of Communist Party.
But I know that the similar actions were from the other side. The just situation is so that people become more aggressive and atmosphere is really hot and it's was just that was just excesses of the Maidan, but not the most serious one. The serious excesses are when people are beaten, when offices are burnt down. So that is really serious. Volker? Ja, ich hatte gefragt nach der Einschätzung. Man hat Bilder gesehen, dass Flaggen verbrannt worden sind von der Partei, die zur Partei der Region gehören oder Flaggen, die zur kommunistischen Partei gehören. Und wie Herr Wolodko das einschätzt, und er sagt, es sind hunderte von Büros der Partei der Region beschädigt worden und Dutzende von Büros der kommunistischen Partei. Und es hat aber auch ähnliche Aktionen von der entgegengesetzten Seite gegeben, also gegenüber denen, die jetzt an der Regierung sind. Und es ist eine aggressive Situation und die Beschädigung von Fahnen ist nicht, das Verbrennen von Fahnen ist nicht das Ernsthafteste, das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn Menschen verletzt werden oder wenn Büros in Brand gesteckt werden. Can I say something to this? Yes. The problem is that this new regime has with this putsch very right-wing, extreme right-wing and fascist groups have come to power, like the Una Unso, the right sector, and also the Swoboda people have come to power, and they are behaving very violently. They're going into government offices and threatening people. So what has happened is that because of the putsch, many of these right-wing groups have actually become, have taken power on the street. And I think that the people of this so-called new government have no control over these Nazi people. They have no control over them. They are running around with baseball bats and with guns and threatening people. And this has happened, and there is no control over them. Riemann schätzt es so ein, da sind extrem rechte Gruppierungen wie Una Unso, wie der rechte Sektor, wie die Swoboda-Partei, die am Verwaltungsgebäude, Regierungsgebäude besetzt und deren Leute auf der Straße, die bedrohen andere Menschen, sind bewaffnet mit Baseballschlägern, mit Schusswaffen, und auch wenn jetzt ein Teil dieser Leute jetzt in der sogenannten Regierung sind, sie haben ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle. Das ist der Eindruck, der entsteht. Mr. One moment. Moschee Reuven Asnan ist, Asman wird, is being quoted. That he warns about the situation in the Ukraine regarding Jewish people. What do you think about his warning? So I actually I haven't seen known. I don't know the cases when Jewish people were beaten because of their nationality or they killed. So there are no such cases that I've heard of at the moment, actually. And among the people who were killed, I don't know if there are Jewish people. There are Armenians, Ukrainians, Russians, the people of all nationalities. So
during these events, they don't kill. Nobody just, I think, try to kill, especially or harm Jewish people. There were no such a thing. So nationality isn't the principal question of this conflict, as I think. Ja, es gab eine Warnung von jüdischen Vertreter Moshe Reuven Asnan, dass er sah die jüdische Minderheit gefährdet oder sieht sie gefährdet in der Ukraine. Aber die Berichte, die im Wolod bekannt sind, dass Menschen verwundet worden sind oder getötet worden sind, das hatte keinen Hintergrund, keinen antisemitischen Hintergrund. Sondern es geht hier nicht um Frage der Nationalität, sondern das das Thema des Konfliktes. What do you know about foreign influence on the Maidan protests? The ambassadors of many European countries were there at the Maidan, and by their presence they showed their support to the protesters. And that was already be estimated as influence, a foreign influence. And but the most important influence was the support of European and the world medias of the Maidan protests, because in the Europe they were represented only one point of view, that of protesters. So the protesters are, they were shown as pro-European and good, and Yanukovych and former government were shown as anti-European and bad. And that was really very important for the success of that revolution. I think so. That is what we know, and but perhaps there were something more, or much more influence. So we don't know who those snipers were and from where they were, from what country. Volker? Okay. Ich hatte gefragt nach dem auch nach ausländischen Einflüssen auf die Maidan-Proteste. Herr Wolodko sagt, es sind Botschafter verschiedenster europäischer Länder dort auf dem Maidan gewesen und haben auf diese Weise Unterstützung für die Demonstranten gezeigt. War es schon als Einflussnahme von der damaligen ukrainischen Regierung wahrgenommen worden ist. Aber viel stärkeren Einfluss hatten europäische Medien, die einseitig berichtet haben, so in dem Stile, der Demonstranten demonstrieren für Europa, also sind sie gut, und die Regierung sei antieuropäisch, also schlecht. Und ein weiterer Einfluss ist diese Scharfschützen, die auf dem Maidan, wo zu klären wäre, wo die herkommen und wer da auf diese Weise Einfluss genommen hat. Freeman, what do you think about foreign influences on the Maidan? Well, we definitely know that many of the radicals and militants have been trained in advance in these type of violent protests, where you could see them, how they were working perfectly on commando as groups. So they definitely were trained. They were also supplied with all the equipment, with the proper clothing and helmets and gas masks and everything, and also with the baseball bats and things like that. So there is definitely a lot of foreign influence in this whole situation. I think that also according to interviews with people who were on the Maidan,
They said that there were people from America, from Germany, Poland, Turkey, and many other countries were there who were like professional demonstrators, who were, you know, abiding commands by people who were guiding them. And so this whole thing looks like it was prepared and instigated in advance. And there were also leaflets found, which are the same leaflets which were found in Cairo about how to be properly dressed for this demonstration regarding what boots to wear, what trousers, what jackets and helmets and so forth. So it looks like there is a huge foreign intervention happening here, and we know that many people were also paid every day. They got between 15 and 20 euros to be on the Maidan and things like that. So there were cash handouts happening and so forth. Now, regarding the snipers, according to my information, they came from the Una Unso paramilitary group, which is supported by NATO. That means these people have already for many years been involved in anti-Russian fighting. They fought in Chechnya, they fought on the Georgian side against Russia. So they are like an undercover military arm of NATO. So it could be that the snipers came from the Una Unso side. Okay, ja. Auf den Maidan und einige militante Gruppen gewesen, die arbeiteten perfekt als Gruppen zusammen auf Kommando. Das heißt, sie müssen vorher trainiert worden sein. Sie hatten Helme und entsprechende Kleidung zur Verfügung, also Art Uniform, denke ich. Gasmasken hatten sie. Wird da berichtet über Leute aus anderen Ländern, zum Beispiel USA, Polen, Türkei, Deutschland, die den Eindruck gemacht haben, professionelle Demonstranten zu sein, also vorher für die Demonstration geschult worden zu sein. Es sieht so aus, als ob deren Einsatz vorher trainiert worden ist. Es sind Flugblätter aufgetaucht, wie man sich für zum Beispiel kleidet für solche Situationen, solche Art von Demonstrationen, die man auch in Kairo gefunden hat. Viele Leute sollen bezahlt worden sein, täglich, um auf dem Maidan zu sein. Also nicht nur Leute, die der Sache wegen dahin gekommen sind, 15 bis 20 Euro. Zu dem Scharfschützen. Freeman hält es für möglich, dass diese zur radikalen Gruppe Una Unso gehören, denn Una Unso werde seit Jahren von der NATO unterstützt und Leute von dieser radikalen Gruppe seien auch im Einsatz gewesen, aktiv kämpfend gegen Russen in Tschetschenien und in Georgien. Da werde ich noch eine Frage haben. Freeman, you say that Una Unso is connected to NATO. In how far is this way different from Svoboda or the... Well, the Svoboda is more... you mean, is what's the difference between Una Unso and Svoboda? Yes, as Svoboda and as Red Sector, as is rather not so much foreign influenced right extremist groups, and is Una Unso embedded by the NATO, and what is yes, Una Unso? The Una Unso have very strong connections to fascist groups in West Europe. And I think that they are being used as a kind of the
instrument to fight in East Europe against Russians. They are like a proxy army, for NATO forces, and that's why they are very anti-Russian, and that's why I think that maybe, and they are very professional because they have a lot of fighting experience against Russia, as I mentioned before, and I think that maybe from this side the snipers came, but we don't know, of course. Yeah. Okay. Also anders als andere rechtsradikale oder rechtsextreme Gruppen wie Rechter Sektor und Svoboda, die Partei Svoboda ist ohne und so eben hat sie diese Verbindung mit der NATO und haben sind praktisch wie eine Proxy, also eine Stellvertreterarmee im Einsatz gewesen, Kampferfahrung gegen die Russen. Und daher könnte es sein, also man weiß es nicht, aber es könnte sein, dass aus diesen Reihen vielleicht Leute diese Scharfschützen kommen. What do you know, how many people have there been demonstrating at the Maidan? I think the numbers are somehow confusing. So it seems to me that sometimes all the protests all over the country have been counted as the Maidan protests. I think maybe we have to differentiate between Kiev and between the whole country. What do you know about the numbers at the highest numbers who have been there protesting? The numbers of people protesting? Yes, yes. As so to say, before the 21st of February, or because yes. Certainly. But certain moments on Sundays, thousands of people, tens or hundreds of thousands of people came to the Maidan Square in Kiev, and hundreds came and thousands in other cities. But on working days, there were much less people. It's clear, but all permanently on the Maidan Square, you could find some I don't know exactly, but about 10,000 people who were permanently there. I think so, but I think that nobody had counted them. Volker? Ja, man. Frage, wie viele Leute sind da auf dem Maidan eigentlich maximal gewesen? Also auf dem Maidanplatz, weil teilweise kommt es mir so vor, als ob als Maidan öffentlich gezählt wird, nicht nur die wirklich auf dem Maidanplatz sind, sondern die Proteste im ganzen Land. Und ja, es waren vielleicht Hunderttausende auf dem Maidanplatz selbst und Hunderte oder Tausende in anderen Orten. Aber man kann auch sagen, beim Höhepunkt der Proteste am Wochenende waren da natürlich mehr. Sonst sind es an Werktagen eher Zehntausende gewesen, weil die Leute auch arbeiten mussten. Aber das war eben zum Höhepunkt der Proteste. Aber niemand hat die Leute wirklich gezählt. What can you say about the protests now at the Crimea region and in the east of the Ukraine? How big are these protests in comparison to the Maidan protests? Actually, the first days, when the new government came to power in the south of the Ukraine and in the east, there was a very strong movement of protest against Maidan. But somehow that movement just comes to nothing, I think, because party of region is demoralized and actually
destroyed, so to say. And party of regent, they have lost any confidence among the people. Nobody believes in that party anymore. And so party of region is incapable to be leader of that movement, to be the head of that movement. So, and the new leaders came from another organizations, but they are inexperienced and they just have lost the time. And now the whole Ukraine except Crimea is under control of central government of new government. That in the Crimea I just know what is in internet. There are some protests, pro-Russian groups, and there are some they tell about pro-European protests in the Crimea. And tomorrow we will see the protest of the Crimean Tatars. They say that at 11 o'clock they would make a live chain along the road in the protest against the presence of Russian troops on the island. Volker? Ja, ich hatte gefragt, wie groß sind zahlenmäßig die Proteste im Osten und in der Krim-Region im Vergleich zum Maidan. Also am Anfang, als diese neue Regierung an die Macht gekommen ist, waren die Proteste ziemlich stark. Allerdings ist die Partei der Region ziemlich demoralisiert und nicht in der Lage, diese Proteste anzuführen. Und andere Gruppen, die weniger Erfahrung haben, haben das dem Moment nicht in dem Maße nutzen können. Und auch in der Krim-Region gibt es nicht nur Proteste gegen die neue Regierung, sondern es gibt auch Tataren, die protestieren. Es gibt pro-europäische, es gibt auch Proteste gegen die Russen dort. Freeman, what do you think about what is your view on the protests in the east and at the Crimea region? Well, I think the very big mistake that this new regime did was to pass a law which forbids any other languages except Ukrainian. This is, of course, a very stupid mistake to do, because that alienates completely the large number of Russian-speaking people in Ukraine, and of course, especially in the Crimea. I mean, we know that nearly 60% of the people on the Crimea are Russian of Russian origin and or ethnicity, and that over 95% of the people speak Russian. So how can you forbid the Russian language? And what has happened is that the people in the Crimea and also in the eastern part of Ukraine do not accept this illegal government as they see it. They do not accept the orders and the laws that are coming from there. And especially they don't accept these brutal fascist groups which are threatening everybody. And that's why there is definitely a separatist movement happening, especially in the Crimea. And today the parliament of the autonomous Republic of Crimea have decided that they will hold a referendum about the Crimea joining the Russian Federation. So these are dramatic things that are happening, and I think that the people who are behind this coup, this putsch, did not think that this reaction would happen from large parts of the population. That means that it could be that the Ukraine will completely fall apart, right?
I would add something. I think that there is the question of languages is not the principal or main question of that conflict. Actually, many Russian-speaking people and Russians by nationality supported and support the new government and the pro-European orientation of Ukraine. They're so called pro-Europeans. And the second point that actually the law was that abolished the law of regional languages was passed by government, but it wasn't yet signed by the interim president Turchinov, and so the former law of regional languages is still in force. And the Crimea Autonomous Republic, the in constitution of that republic, Russian language is affirmed or is one of the official languages of the republic. So the Crimean Republic doesn't need that law at all, because Russian language is one of the state language, the languages of that republic already by its constitution, and no one can change it. Neither Ukrainian parliament, Верховна Рада, neither president, nobody can change it. And so they are decided to become a part of Russia, not because of the language. That is the question of civilization choice and of the direction of integration, perhaps, and the influence of Russia, of course, because that was made certainly with the affirmation and from Russia, from Moscow. Volker? Ja, ich wollte jetzt beide erstmal übersetzen. Ich hatte Freeman gefragt, auch zu den Protesten jetzt im Osten und in der Krim gegenüber der neuen Regierung. Ja, und ein ganz wesentlicher Auslöser war das Gesetz, was anderen Sprachen der Ukraine außer dem ukrainischen einen Status als Amtssprache nehmen soll. Das ist ein Fehler, weil 60% der Bevölkerung der Krim sind russischen Ursprungs, also russischer Ethnizität, und 95% sprechen Russisch auf der Krim. Die Leute auf der Krim akzeptieren auch viele die neue Regierung nicht. Und es gibt auch separatistische Bewegungen, vor allem in der Krim, aber nicht nur dort. Und heute hat das Parlament der Krim entschieden, dass sie eine Volksabstimmung, ein Referendum darüber wollen, ob die Krim sich Russland anschließt. Herr Wolodko, einen Moment, dass die Sprachfrage ist dort, also Frage der Amtssprache ist nicht das Hauptthema, weil in der zum einen ist das Gesetz zwar vom Parlament beschlossen, aber auch von dem Übergangspräsidenten Herrn Turchinov noch nicht unterzeichnet. Das heißt, es ist nicht in Kraft. Es gilt noch das alte Sprachgesetz, sodass Ukrainisch auf Bundesebene nicht die einzige Amtssprache ist. Und die Krim hat als Provinz durch eine eigene Verfassung und dieser ist Russisch als Amtssprache für die Krim, als weitere Amtssprache verankert. Das heißt, selbst wenn auf Bundesebene Russisch keine Amtssprache mehr wäre, wäre auf Landesebene Russisch in der Krim immer noch Amtssprache. Das heißt, die Hauptfrage ist nicht, ob man Russisch als Amtssprache behält, sondern ob man sich eher Russland politisch zugehörig fühlt oder eher der Ukraine oder dem Westen zugehörig fühlt. Moment.
I have heard an interview where His Excellency the Foreign Minister of Russia, Mr. Sergei Lavrov, has said that the forces moving at the Crimea region are not forces under Russian control, that they are a kind of self-defense forces. What do you think about these forces which the Foreign Minister of Russia says are not forces under any Russian control? But there is a question, where have they found all the, that ammunition, the Kalashnikovs and military vehicles? They, those things you can't buy just in an ordinary shop, for example. And that is really a well prepared and well trained army. And it has appeared from nowhere, and I just so who are they? They are Martians, or just no other options? Like, so it's maybe, I don't know, but of course who they are, but I can't only think that they are. Perhaps they only can be Russians. No other choices. I don't see other possibilities. Certainly, there are some people from so-called self-defense units, but they are their clothes are different, and they are not armed with their Kalashnikovs. And those people with Kalashnikovs and on military military vehicles, that is certainly some army units from some army, but there are no other army. There are two armies, Ukrainian army and Russian army on the Crimea. So we can only guess, that's all. Volker? Okay. Ja, ich hatte gefragt nach den Selbstverteidigungskräften auf der Krim. Ich habe ein Interview gehört mit dem russischen Außenminister, seiner Exzellenz Herrn Sergei Lavrov, wo er klarstellt, dass diese Selbstverteidigungskräfte auf der Krim unter keinerlei russischem Kommando stehen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wer sind diese Selbstverteidigungskräfte? Herr Volodko sagt, diese Selbstverteidigungskräfte haben Kalaschnikows, sie haben Munition, das kann man nicht irgendwo auf dem freien Markt alles kaufen. Irgendwo müssen sie die herhaben. Und sie erschienen plötzlich wie aus dem Nichts. Und es stellt sich die Frage, ob es sich um Russen handelt. Das wäre die wahrscheinlichste Erklärung. Denn andere Selbstverteidigungskräfte, die von Bewohnern der Krim zusammengestellt worden sind, die haben normalerweise nicht solche Bewaffnung und die haben auch nicht alle entsprechende Uniformen. Und wir können allerdings, also Truppen sind dort auf der Krim, ukrainische und russische. Und wir können allerdings auch nur vermuten, nur raten, wer diese Selbstverteidigungskräfte sind. Freeman, what do you think about the self-defense forces at the Crimea region? Well, I know this part of Europe very well, and I know that it is very easy to buy uniforms and to buy also weapons on the black market. I mean, there are also shops where you can buy military uniforms and things like that. And we don't. And a lot of this nearly everybody. From Soviet times also, and also from people who fought in Afghanistan, former soldiers and so forth, have weapons at home. So these could be veterans. And so it's not difficult to get a Kalashnikov in Ukraine. I mean, all you need is money, right? Military vehicles. Is it easy to get in the okay, shop? Maybe military vehicles, whatever. I think that it is, of course, more or less
understandable that a certain, let's say, patriotic groups have formed and tried to defend this whatever area they live against some militants who come from Kiev. I mean, they can be former army people or whatever. I mean, I don't think they need any weapons. It could also be that that these weapons were handed out by the military, by the Ukrainian military, to these groups or whatever, or that they were just taken. So there are many possibilities. But for me, it is understandable that these self-defense groups have now sprung up because of the lack of government, proper government control. I mean, there is no real rule of law, is there, in the Ukraine? And therefore, their people have to take the law into their own hands to protect themselves. Yeah, Freeman, sagt, dass er die Region auch aus eigener Anschauung kennt und dass er es durchaus für möglich hält, dass man dort auch Kalaschnikows auf dem Schwarzmarkt kaufen kann und dass auch zum Beispiel, dass viele Leute dort Waffen haben und dass es auch zum Beispiel auch Veteranen sein könnten, die entsprechende Waffen zu Hause haben. Herr Wolko hat da eingeworfen, aber die haben ja auch Militärfahrzeuge. Und es könnte durchaus sein, dass es Leute aus der Armee sind, die diese Gruppen gebildet haben. Freeman, und es könnte auch sein, dass sie sich einfach, dass diese Gruppen sich einfach Waffen genommen haben oder dass man sie ihnen verteilt hat. Und vielleicht haben sie, sie könnten ja sogar Waffen auch bekommen haben, vielleicht sogar von Gruppen der ukrainischen Armee. Und Motiv könnte sein, dass derzeit keine entsprechende Kontrolle von der Bundesebene der Ukraine ist und dass die Leute, um sich zu schützen, das Recht so weit in die eigene Hand genommen haben, um sich verteidigen zu können. Well, I'll give you an example. Okay. If something like that happened in Switzerland, where we all have weapons, there would be also paramilitary groups spontaneously happening and defending their village or their town or whatever, and they all would have weapons. So this is something that would happen in Switzerland very easily, right? Yes. Perhaps, but I could say that to have weapons, firearms at home is actually against the law in Ukraine. And that was only some criminals who had weapons on with them, like Kalashnikov, for example, at the first point. And the second point, you say that uniform is easy to buy in the shops, but there are different kinds of uniform, and in such a case we would see a crowd with clothes differently in different kinds of uniform. But we see the guys with Kalashnikovs, their clothes, their uniform is the same. That is real army. So somebody bought a lot of uniform in bulk, in great quantity, to clothe this I understand what you're saying, but okay, so there is a question there,
But don't forget that on the other side, on the Una Unso and Right Sector and Swoboda side, there are many people running around with uniforms and also Kalashnikovs. Yes, but there you can find small groups of 5 or 10 people, which clothes are the same, perhaps, like, but all of them are clothed differently. Mm-hmm. So that was somehow made chaotically. But what we see in Crimea, we see hundreds of people clothed exactly the same manner, mm-hmm. and with the same caskets and very and their equipment is very complicated. It's they're like real soldiers with all the necessary for a soldier. I understand. To be a soldier is not enough to buy trousers and a vest, camouflage. Their casks, maybe they were supplied by the government of the autonomous region of Crimea, that they supplied them. But it was done during one day. You can't make an army during one day. It's impossible. It must be prepared in advance. Mm-hmm. Just okay. And so you have to train. It would be just a crowd of people clothed like soldiers, but we that's not a crowd. That they're prepared, they're trained, they're very good coordinated. They have those walkie-talkies, and they know how to use it. There is complicated system of communication, military communication. That you should be very very well trained to use it, and so on. What we see a real army that appeared from nowhere. Well, maybe they already knew that there was something happening in Kiev. I mean, it's not. I think that there was a process of many months before February that things were coming to a boiling point in Kiev, and maybe they were preparing. But this is a good point. Yes, where did they come from, or who is behind them? Sure, yes. But I can add something. Mr. Lavrov, we were speaking about different people. There are some units of self-defense of Crimea, but they are without Kalashnikovs and they are clothed differently. Have different uniform, and there are certainly Russian soldiers. So the Lavrov doesn't speak about Russian soldiers. They are in the Crimea because they have a right to be there. There are certain treaty between Ukraine and Russia about Russian fleet, Black Sea fleet, and Russian troops in Ukraine. So they have legal right to be there. Mm-hmm. And, sure, and yes. He speaks, and Lavrov speaks about self-defense units, which are not armed, and they have no uniform. They just look like ordinary civilians, but they have perhaps just baseball bats and something like that. Mm-hmm. So we are speaking about different people. That's all. Can I translate? Mm-hmm. Okay, Freeman hat gesagt, in der Schweiz haben viele Menschen Waffen zu Hause. Und wenn jetzt in der Schweiz eine ähnliche Situation wäre wie in der Ukraine, wäre es wahrscheinlich, dass auch in der Schweiz sich Selbstverteidigungsgruppen gründen würden. Und allerdings, sagt der Volodko, Waffen sind nicht gleich Waffen und bestimmt schwere Waffen, wie zum Beispiel Kalaschnikows, darf man in der Ukraine zu Hause nicht haben. Es ist verboten, die einfach zu Hause solche Waffen zu haben. Und wenn man gebrauchte Uniformen gekauft hätte, da gibt es die unterschiedlichsten. Dann würden Leute, die auf Gebrauchtmarkt Uniformen gekauft haben, alle in anderen Uniformen herumlaufen. Allerdings, diese Selbstverteidigungskräfte dort in der Ukraine, die haben alle ähnliche Uniformen in der Krim. Wie man hat gesagt, so Gruppierungen wie Swoboda und Una Unso, die sind ja auch in Uniformen aufgetreten, aber
Diese Selbstverteidigungsgruppen, sagte Herr Volodkov, sind eben schon einheitlicher von den Uniformen her und sie erwecken eher den Eindruck, dass es sich um richtige Söldner handelt. Primär hält es für möglich, dass diese Selbstverteidigungsgruppen vielleicht auf der Krim ausgerüstet worden sind von der von der Regierung der autonomen Provinz Krim. Und Volodkov ist der Auffassung, dass sie eben sehr gut koordiniert sind, und wie bei einer militärischen Koordinierung. Und plötzlich sind sie wie aus dem Nichts aufgetaucht auf der Krim. Und Moment. Ja, und dann die russischen Truppen, die haben Recht, dort zu sein. Also auf der Krim sind sie ja stationiert. Und als solche und diese eigentlichen Selbstverteidigungsgruppen, die Herr Volodkov kennt, das sind alles Leute, die haben sind vielleicht ausgerüstet, die haben eher so Baseballkappen auf oder ähnliches. Und die haben in der Regel keine Uniform, die irgendwie militärisch aussieht. So what do you think, has Russia interfered with troops at all? Actually, Russia has is afraid that Ukraine may become a member of NATO organization, and in Ukraine, American missiles with the nuclear warheads can be could be situated, and it's very close to the capital of Russia, Moscow, and to the industrial centers of Moscow. And if it will be the case, the whole anti-missile system of Russians would become useless absolutely, and Russia would be unprotected against the nuclear strike of the West. On the other case, the West is developing its own anti-missile system, and by which it can protect itself against Russian strike, nuclear strike. And so Russia is afraid that in such situation the West would strike it with nuclear missiles, when it will be sure that the West is well protected and Russia is not protected. So it's the question of survival of Russia, and so Russia cannot just give up Ukraine and give it to the West just to put up with it. So she has to do something, and that is what we see, that is what it is doing. So it can just Crimea. It's not enough for Russia, I think, for my opinion. It has to take back the whole Ukraine. That is the main target of Russia for its survival, because just Crimea by itself means, I think, not a large thing, neither for Russia, neither for the West. And I can't imagine the existence of Crimea separately from Ukraine, because there are no water, for example, and Crimea to keep agriculture. All the water that comes there comes from Ukraine. And it would be a great problem for Russia to keep Crimea separated from Ukraine, because there would be a problem of Crimean Tatars, who are traditionally extremely
usually anti-Russian. So it's just a great problem for Russia just to have that Crimea for itself. And so that is really very, very serious situation, which can end in the real world war, because Russia feels that the West wants to surround it and to prepare itself for nuclear strike on the Russia. And if Russia feels that it can't protect itself efficiently, she can just deliver preventive strike to the West. That's what I think. Volker? Yeah, I completely agree with your analysis, and I have some more to say to that, yes. Okay, das would like to translate for, a moment. Meine Frage ist gewesen, hat Russland da militärisch, oder hat Russland bisher da in die Situation eingegriffen? Und gut, diese Frage ist offen geblieben, was ich verstehe. Und Herr Wolodko hat die Situation Russlands erklärt. Russland fürchtet, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, dass dann NATO-Raketen in der Ukraine aufgestellt würden und Atomraketen der NATO wären dann viel zu nah an Russland dran, könnten Russland bedrohen und russische Raketenabwehr überwinden. Und andererseits könnten auch dort eben Verteidigung, Raketenabwehr der NATO aufgestellt werden und russische Raketen leichter abfangen. Das erhöht natürlich die Furcht Russlands, dass es nicht nur umzingelt wird, sondern von der NATO auch angegriffen werden könnte. Dadurch erhöht sich aus der Situation die Gefahr, dass daraus ein Weltkrieg entsteht. Es ist nicht die Krim alleine, die worum es hier geht, sondern es geht aus diesen Sicherheitsinteressen um die gesamte Ukraine, dass da eben keine NATO-Atomraketen aufgestellt werden sollen. Würde es um die Krim alleine gehen, würden sich Fragen auftun wie landwirtschaftliche Versorgung, Wasserversorgung. All das für die Krim kommt alles über die Ukraine. Die Krim alleine macht keinen Sinn. Und es ist es steht auch ein Risiko, dass es zu einem dass Russland sich so bedroht fühlen könnte, dass Russland zu einem Präventivschlag provoziert werden könnte. Freeman, what do you think about this question? Well, I completely agree. First of all, I think that the people in Brussels are completely crazy and are psychopaths because of what they have done by causing this situation, this aggressive situation that Russia feels its national security gravely in danger. For me, these people in Brussels, in NATO, EU, are completely irresponsible for creating this situation. I mean, we have to just turn around the situation, and it would be the same as if Russia would create a putsch in Mexico and then turn the country as pro-Russian around and would then install rockets and weapons just next door to the United States border in Mexico. It's the same situation. And definitely Washington would be absolutely up in arms if something like that happens.
So what, and the next thing I would like to say is that the Ukrainian people have to understand that neither America nor Europe or NATO have any interest in their personal situation. They don't care about the Ukrainian people. They only care about the geostrategic gains they can make out of this. That means all these things about helping the Ukrainian people is absolute bullshit. They are not interested, and also there is no money. The EU is bankrupt. They don't have the money to help the Ukraine because they can't even help Greece. They can't even help their own old EU countries. So how can they help the Ukraine, which is a 10 times more bigger problem and black hole where the money will go? So this whole situation has to do with pure military strategic thinking. And that is a terrible thing, because if Russia feels itself threatened, then it could really turn out to come to a very big conflict. Okay. Freeman stimmt vollkommen mit der Einschätzung von Herrn Volodko überein und ergänzt, er sieht Leute dort in Brüssel als verrückt und psychopathisch von dem Verhalten her, was ist vollkommen unverantwortlich, wie NATO und EU sich hier verhalten. Das, wenn man das vergleichen würde, mal die Situation umdrehen würde, das ist so, wie wenn Russland einen Putsch in Mexiko verursachen würde und dann dort russische Atomraketen in Mexiko aufstellen würde. Da wäre Washington unverzüglich in Alarm, in Abwehrbereitschaft. Und die Leute in der Ukraine sollten wissen, dass EU und NATO sich nicht um die Ukrainer sorgen. Es geht hier um geostrategische Spiele, die ja auf Kosten der Ukrainer gemacht werden. Die EU hat auch gar nicht das Geld der Ukraine aus den finanziellen Problemen richtig herauszuhelfen. Sie konnte ja noch nicht mal Griechenland helfen und das finanziellen Probleme der Ukraine seien 10-mal größer als die von Griechenland gewesen seien. Regarding financial problems, what do you know about the well, the money that is going to be given to the Ukraine does not only come from the EU, but also from the International Monetary Fund. What do you know about the experiences of the Ukraine with the International Monetary Fund? Please, Freddy. The question is to both of you. What do you know about the experiences of the Ukraine with the IMF? I just know that the Ukraine has to fulfill all the conditions and the orders that IMF gives to Ukraine, and actually that is Ukraine has already taken, I think, some 16 millions of dollars from IMF, and we now have problem to pay just interests. And so if the Ukraine is on the at the line where it can become bankrupt, just to declare default, and now she has to borrow money just to pay interest, not to develop its industry. And
economical situation is really very serious, and what proposes EU, for example, $500 million of aid or something, some little sums, that is just ridiculous. You can't help such great country with 46 million people by 500 or 600 millions. Just this great sums like, $100 million, that can help. And but we don't see any proposals of such such sums of money from EU, and they kept that this the one of the targets of targets of strategies of Russia. Just wait and see what happens. What will happen in Ukraine? Ukraine will become bankrupt. The economy will collapse, and new government will prove as completely ineffective. And then perhaps Russia hopes to install new government, but which would orientated directed for pro and lead pro-Russian policy. After the collapse and bankruptcy, the people, the majority of the people, would become anti-European and pro-Russian. So that is the hope of Russia, I think, for the future. Volker? I absolutely agree. Willst du zuerst übersetzen? Ja. Meine Frage war, was sind die Erfahrungen der Ukraine mit dem Internationalen Währungsfonds, IWF? Die Ukraine hat bereits 16 Milliarden vom IWF geliehen bekommen, die immer wieder zurückgezahlt werden müssen. Und im Moment hat die Ukraine schon das Problem, alle Zinsen zu bezahlen. Und es droht ein Staatsbankrott der Ukraine. Und es steht jetzt vor der Frage, ob es sich Geld leiht, um die Zinsen zu bezahlen. Jetzt nicht, um in seine Industrie zu investieren, allein um die Zinsen zu bezahlen. Und wenn man jetzt der Ukraine 500 bis 600 Millionen anbietet, Land mit Einwohnern, 46 Millionen Einwohnern, sind 500 bis 600 Millionen Dollar etwas wenig. Der Bedarf ist deutlich größer, der Geldbedarf. Und es sieht im Moment so aus, dass es wahrscheinlich ist, dass die Ukraine einen Staatsbankrott haben wird, die Wirtschaft zusammenbrechen wird und die jetzige Regierung nicht in der Lage sein wird, die Situation zu bewältigen. Und es scheint so, dass Russland darauf hofft, dass dann die Leute mit der jetzigen Regierung unzufrieden sind und sich wieder mehr Russland zu wenden. Freeman, what do you think about Ukraine and IMF? Well, as we know, the IMF, when they are involved, then you will really have very bad austerity measures. And this new regime announced already today that the pensions in Ukraine will be halved. That means that if this new regime goes the path of EU and IMF, there will be a terrible cost will be paid by the Ukrainian people, because all the social benefits will be either halved or they will be completely removed. All the prices will skyrocket for energy, for food, for all the essential living things, they will skyrocket. There will be privatization, which always means a more expensive. So the Ukrainian people will really suffer. And I mentioned Greece before. The EU can't even handle
the tiny country of Greece with 10 million people. So how can they manage to help Ukraine with 46 million people? The demand, the money that Ukraine needs is at least $200 billion. That's what Ukraine needs immediately. But the EU is bankrupt, and all the 28 EU member countries will never agree that the money goes to Ukraine if it is already not available for their own old countries, right? So the Ukraine is in a very terrible situation, and I'm really sorry for the people and what will happen in the future. And we also don't have to forget that there are 3.5 million Ukrainians who work in Russia and who are sending money every month to their families at home. And this means that Russia could retaliate in this respect if also there they are put into a corner. I think the whole thing was or is a very, very big mistake. And I'm really sorry for the Ukrainians that they have maneuvered themselves, and also that the West has maneuvered them into this terrible situation. Ja. Wo der IWF involviert ist, gibt es sehr schlimme Sparmaßnahmen. Die neue Regierung hat gerade angekündigt, dass die Renten halbiert werden sollen. Und damit muss man damit rechnen, dass auch andere Sozialleistungen halbiert oder gar gestrichen werden können und dass Preise für lebenswichtige Dinge wie Energie und auch für Nahrung gleichzeitig sich in den Himmel schießen können. Die EU konnte noch nicht einmal Griechenland mit seinen 10 Millionen Einwohnern helfen. Wie wollen sie einer Ukraine mit 46 Millionen Einwohnern helfen, die einen Finanzbedarf haben, Friedmann-Schätzung von eher 200 Milliarden Dollar? Und es ist auch zu bedenken, dass 3,5 Millionen Ukrainer als Gastarbeiter in Russland arbeiten und dort Geld an ihre Familien in der Ukraine senden. Und wenn man Russland in die Ecke treibt, könnte es sein, dass Russland erschweren könnte und sich auf die Weise wehren könnte. I have looked on the website of the IMF and the actual assessment of the IMF regarding the Ukraine is that the IMF is disappointed that the government of the Ukraine, party of the region government, has not implemented all conditions by the IMF, and they especially wanted higher energy prices, lowering the costs for energy subventions. What would it mean if they lower the energy subventions for the people in the Ukraine? What do you think? Volker, I beg your pardon, but I can't anymore to continue this the interview. So, and I'm not an expert in these questions of IMF money, so just ask pardon once more. Thank you, pardon. Okay. And so I have to leave you. Okay. Well, it was very nice to talk to you. Yes, to you, Freddy, yes. Very, very glad to, it was a pleasure to have conversation with you, Freddy, and you, with you, Volker. So, until next time. Many thanks for taking your time. Is it about the issue IMF, or is it about your time? Do you have another date? No, I'm not a specialist in the IMF issue, and I can't say great things about that point.
So I hope that Freddy can, and so we can continue with Freddy in yeah. Deutsch, and it's in German, and it will be easier and more productive. I thought maybe I would also like to ask some other questions if you have still some time. Mm. Okay. What questions, Volker? Okay, gut. Ich hatte kurz die Frage, was es für die Ukraine machen würde, wenn die wir jetzt im Raum stehen lassen, wie der IWF es will, die Energiesubventionen für die Bürger gesenkt werden, was das für Auswirkungen hätte. Die Frage wollte Herr Wolodko sich nicht äußern. Sieht er sich nicht als den Experte, wie er sich auswirkt auf die Ukraine. Gut. In the Western media, there are discussions regarding possible sanctions against Russia, and that Russia could also answer with sanctions. What do you think about that? Is this productive, or what could one do better than imposing sanctions? So I think that the Western countries of European Union and of the United States, they are not happy about those sanctions themselves. They will suffer themselves not less than Russia. So it's, I don't think that it can be effective, because Russia is selling its resources. And how you can make sanctions? You can just refuse to buy resources like petrol or metals or any others from Russia, but Russia can always to sell it to China, for example, which is an enormous market and is always in need of those resources. So Russia has no problems with that. And I don't think that those sanctions will be effective. Volker? Okay. Im westlichen Medien wird überlegt, ob es Sanktionen geben sollte gegen Russland. Und da steht die Frage im Raum, ob Russland dann wieder mit Sanktionen antwortet. Und meine Frage ist, ist das produktiv oder was sollte man sonst machen mit den Sanktionen? Herr Wolodko ist der Auffassung, was sollen das für Sanktionen sein, wenn man russische Ressourcen, russische Rohstoffe nicht kaufen will, dann verkauft Russland sie woanders hin, denn es ist ein Bedarf danach. Und die Europäer würden sich selber genauso schaden, oder mindestens genauso schaden wie den Russen, wenn sie derartige Sanktionen verhängen. Also werden auch die Europäer damit nicht sehr glücklich sein, das zu tun. Freeman, what do you think about sanctions? This is, of course, the most stupid threat that Kerry and Obama have made towards Russia. Because America is bankrupt, and if Russia, as they have already announced, will stop using the US dollar as a reserve currency and also as the currency for payments for the gas and oil, and we must not forget that Russia is the biggest oil producer in the world and one of the biggest gas producers in the world. So if they stop using the dollar, and also if they dump all the US treasuries onto the market, then the dollar is history. Then America is gone. And if China also joins into this, which has more of all these treasuries and currencies, then America is in such a weak position. It is absolute stupidity to threaten Russia with sanctions, because it will only cause damage
in the EU and in America, more or less. It will hit them the most. And this is something that they really have to earnestly think about, that this is the wrong way to handle Russia. This only makes Russia more think that it is about this is a full attack against Russia, a full attack, and they will retaliate. Ja, Freeman ist der Auffassung, dass es eine sehr dumme Idee ist, Russland mit Sanktionen zu drohen, denn die Russen sind einer der größten oder der größte Ölproduzent derzeit und einer der größten Gasproduzenten. Und die Russen könnten zum Beispiel ihr Öl und Gas in einer anderen Währung als dem Dollar verkaufen. Sie könnten aufhören, den Dollar als Reservewährung zu nutzen. Und es könnte passieren, dass die Chinesen ihrem Beispiel dann folgen würden. Und dann wäre, wenn das zusammenkäme, wäre der Dollar Geschichte. Und es ist wirklich dumm, den Russen das Gefühl zu geben, dass sie hier auf so eine Weise angegriffen werden. Denn sie könnten auch entsprechend antworten. What do you think? What is needed to support peace and de-escalation and reconciliation in the Ukraine? I can't answer that question because it's the process is going by itself, and Russia wouldn't step back, and the West won't step back as well, and so I just can't see any way of this crisis. So Volker, I beg your pardon. Okay. I can't continue anymore. Okay. So okay. See you. Many thanks. Yes. For taking your time. Thanks for waiting. Okay. So. Ja. Meine Frage war gewesen, was braucht es für Frieden, Deeskalation und Versöhnung? Und Herr Wollert quasi im Moment eine Situation, die wie von selbst vor sich geht und sieht im Moment nicht die Strategie, wie man dorthin kommt. Okay, dann sprechen wir auf Deutsch weiter. Freeman, was siehst du? Herr Wollert hat sich verabschiedet. Freeman, welche Möglichkeit siehst du für Frieden, Deeskalation, Versöhnung? Wie kommt man da am besten hin von der jetzigen Lage? Das ist eine gute Frage, weil sie verdammt schwierig ist, ja. Also ich bin der Meinung, dass, wie soll ich sagen, der Westen allgemein hier so einen Riesenfehler gemacht hat. Und das ist dieses typische Regime-Change-Denken, das schon seit langer Zeit in diesen ganzen Thinktanks und in diesen ganzen Globalistenköpfen rumschwirrt. Diese Aggression, dieses Einmischen in andere Länder, das dauernde Aufwühlen der Leute, Feuer in das Feuer Benzin reinschütten, ja. Und jetzt, ich meine, bisher war das ja in dem Sinn, in den sogenannten Satellitenstaaten war das weiter weg, aber jetzt haben sie das Feuer direkt vor der Haustür von Russland entbrannt. Und das heißt, es wird sehr gefährlich. Und ich frage mich, wie man da
rauskommen kann. Denn die Russen meinen es absolut ernst. Da die spielen nicht mehr. Und die Ukrainer tun mir sehr leid, denn sie werden einfach in diesem Prozess einfach zerquetscht. Und die Frage betreffend IWF, ich meine, wir wissen, was das bedeutet. Das wird bedeuten, dass der normale Ukrainer absolut noch mehr verarmen wird, als er es ja eh schon tut. Ja. Und weil, ich meine, wenn die ganzen Preise erhöht werden und die Sozialleistungen entweder ganz verschwinden oder halbiert werden, wie ja bereits heute angekündigt wurde mit den Renten, dann sind die echt am Arsch. Dann haben wir die Situation wie in Griechenland nur noch schlimmer. Und in der Ukraine ist es kälter und sie sind abhängiger von russischen Gaslieferungen, um heizen zu können. Und dann wollen sie noch an die Subventionen ran. Das hat der IWF ausdrücklich gesagt. Und das mit der Rentenkürzung, das heißt, stellt sich die Frage, wie viele Rentner werden da erfrieren, wenn das... Also ja, wir müssen das nämlich so sehen. Wie sieht denn, wisst ihr, in Griechenland, da kann man sagen, dass vielleicht 2 Monate es einigermaßen kalt ist und der Rest des Jahres haben sie normale Temperaturen und brauchen keine Heizung. Aber in der Ukraine, da ist es mehr als ein halbes Jahr lang so. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die ganze, wie soll ich sagen, wie die dort heizen, das stammt alles noch aus der Sowjetzeit. Das heißt, das Ganze ist völlig energieineffizient konzipiert. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist noch aus der Sowjetzeit. Und die haben teilweise natürlich... Wegen Wärmedämmung und all so Sachen, ach, das kennen die überhaupt gar nicht, ja, weil sie einfach mit der Energie großzügig umgehen konnten. Nur wenn jetzt ihnen die Preise verdoppelt und verdreifacht werden, dann werden sie diese Form, wie sie heizen, nicht mehr durchführen können. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Ich meine, ich kenne viele Ukrainer, und sie sagen mir alle, dass sie einen großen Teil von des Geldes, das sie zum Beispiel hier in der Schweiz verdienen, in die Ukraine schicken und nur so die Familien dort überleben können. Und das ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe mit den 3,5 Millionen Ukrainer, die als Gastarbeiter in Russland leben und dass da eigentlich Milliarden an Gelder von Russland in die Ukraine fließen dadurch. Und wenn all diese Sachen nicht mehr stattfinden, dann sieht es echt schlimm für die Ukraine aus. Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, es war aus dem Jahr 2008 von Prison Planet, dass in der Ukraine damals auf Geheiß des IWF-Kürzungen gewesen sind, unter anderem im Gesundheitswesen. Aber zumindest die Heizkostenzuschuss, dass die Leute im Winter heizen können, das scheint der ukrainischen Regierung selbst unter IWF-Auflagen heilig gewesen zu sein, mehr als das Gesundheitswesen zum Beispiel. Ja. Ich meine, es ist ja so, Strom und Gas, das sind, sagen wir mal, das ist so wie das Brot. Verstehst du, was ich sagen will? Das sind absolute Grundbedürfnisse. Und wenn die erhöht werden, dann ist fertig. Ich glaube, dann wird es mehr als Aufstände geben. Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was dann los ist. Ja. Und deswegen, was da jetzt verursacht wurde durch den Westen, durch diese Nullen und all diese ganzen Leute, die überall intrigieren und Aufstände und diese sogenannten Revolutionen machen.
Ob das in den arabischen Ländern ist oder in Südamerika, wie jetzt in Venezuela. In Venezuela läuft ja genau das Gleiche jetzt ab. Nicht? Und in Syrien und Libyen und Ägypten und überall. Ich meine, die sind ja nur überall am Flächenbrand produzieren. Ja? Und jetzt haben sie es auch in der Ukraine gemacht. Natürlich voll genau dann während der Olympiade. Sie haben die Olympiade benutzt, um dieses Feuer anzuzünden, denn sie haben gemeint, Putin sind die Hände gebunden oder die Welt schaut woanders hin und jetzt können sie das schnell durchziehen. Aber wie gesagt, die haben überhaupt keinen Plan, was, nachdem sie das Feuer angezündet haben, was danach passiert. Und der Grund, warum sie keinen Plan haben, ist nicht, weil sie inkompetent sind, sondern weil sie genau das wollen. Sie wollen überall nur verbrannte Erde hinterlassen. Das sehen wir überall. Das sehen wir im Irak. Das sehen wir in Afghanistan. Das sehen wir in Libyen. Das sehen wir in Syrien. Wir sehen das überall. Der ganze Westen hat nicht die Absicht, dort Wohlstand und Demokratie und Menschenrechte und all das reinzubringen, sondern sie haben nur ein Ziel und das ist Zerstörung. Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Nur das interessiert sie. Und das ist das Schlimme eigentlich auch hier jetzt in der Ukraine. Denn die EU und Amerika können überhaupt nichts machen, damit es den Ukrainern besser geht. Was wollen sie machen? Ich habe ja vorher gesagt, es sind mindestens 200 Milliarden notwendig, um überhaupt da ein bisschen denen zu helfen. Das sind Summen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ich meine, dann kommt der Kerry mit 1 Milliarde. Ich meine, weil er war ja gestern dort und verspricht ja 1 Milliarde. 1 Milliarde? Das ist wie wenn ich jemanden einen Euro gebe. Ja, das ist nichts. Das ist lächerlich. Ja, und auch die 15 Milliarden oder 11 Milliarden, die jetzt die EU versprochen hat, das ist ja lächerlich. Außerdem ist es ja eh nur ein Darlehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das denen schenken. Ja, ich habe es bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, 1,4 oder 1,6 von diesen 15 Milliarden sollen geschenkt sein, der Rest als Darlehen. Ja, ich meine, das reicht ja nicht mal, um die Gasrechnung an Gazprom zu zahlen, die offen ist. Ja, das ist ein Witz. Ich habe gelesen heute, es war auf dem Ticker vom Wall Street Journal, deutsche Ausgabe, Ratingagentur Fitch denkt drüber nach, wenn Russland Sanktionen bekommt, dass sie Russland dann ratingmäßig herabstufen. Ich habe den Eindruck, dass möglicherweise Ratingagenturen sich da politisch einmischen. Denn wenn sie das im Vorhinein ankündigen, weil dadurch meine ich das, als ob sie jetzt das Vertrauen von Anlegern in Russland senken wollten, Kapitalflucht anheizen wollten oder dass Russland mehr Zinsen zahlen muss. Ja, ich meine, natürlich, Ratingagenturen waren ja schon immer und speziell in den letzten Jahren politische Druckmittel. Ja, ich meine, das ist doch naiv zu glauben, dass die Ratingagenturen, die amerikanischen, dass die irgendwie unabhängig sind, sondern das ist einfach ein politischer Arm. Ja, ich meine, den hat man gegen die ganzen Krisen EU-Länder verwendet, oder? Diese Ratingsgeschichte. Und genauso macht man es jetzt mit Russland. Ja. Es ist nur sehr auffällig. Die Sanktionen sind noch nicht mal da. Und sie sagen schon, wenn die Sanktionen kommen, stufen sie herab. Das ist ja wie ein Aufruf an. Ja, natürlich. Das sind alles diese Drohungen, oder? Und deswegen, ich meine, die Politiker in Brüssel und überhaupt in Berlin, London und Paris und wo immer. Und die in Washington sowieso.
Die haben, das sind für mich Brandstifter, das sind für mich Verbrecher. Was die hier anrichten, das wird unheimliche Konsequenzen haben. Ja, und offensichtlich wollen die unbedingt einen Krieg. Das wollen die. Weil nur so kann man diese ganze Geschichte verstehen. Ich glaube, das ist Leute, aber ich glaube, dass die Mehrheit eher unbewusst und fahrlässig ist. Ach, wenn jeder, der nur eins und eins zusammenzählen kann, erkennt, was für Gefahr hier uns droht, dann muss es doch denen erst recht bewusst sein, die da alle die großen Köpfe haben. Ja? Ich meine, da kann man doch nicht sagen, ja, ups, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, Entschuldigung oder was. Ja? Nein, das sind für mich Psychopathen. Ich meine, wenn ich mir die Leute anschaue, ob das jetzt die Hillary Clinton ist oder der McCain oder wie sie alle heißen, das sind doch alles absolute Kriegshetzer. Das sind Mörder, die da rumlaufen. Ja? Und es gibt niemand, der sie aufhält. Ja? Und jetzt machen sie hier einen riesen Brand. Und das ist so, ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo jemand mal vernünftig wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen, obwohl sie ja sehr, sehr zurückhaltend bisher waren, dass die einfach sich, dass die einknicken und sagen, okay, ihr habt gewonnen und hier habt ihr das und jetzt gehört euch der Laden. Das werden die nicht machen, weil es zu nahe an ihren nationalen Sicherheitsinteressen steht, wie vorher der Kollege aus Ukraine gesagt hat. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten zwischen einfach zuschauen und zwischen sich provozieren lassen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie die sich wehren können, ohne es weiter anzuheizen. Aber dafür braucht es gute Diplomatie, wie sie doch letztes Jahr auch bewiesen haben. Und es gibt Recht. Die können sich ja auch rechtlich wehren. Ja, Recht. Seit wann kümmert der Westen das Recht? Das wäre ja ganz was Neues, wenn Amerika und die EU sich an irgendwelche Rechte halten. Ich meine, Entschuldigung, die Amerikaner fliegen mit ihren Killerdrohnen gerade jetzt in diesem Moment über Länder und töten Zivilisten. Ja? Ich sehe eine Perspektive darin, man will das doch rechtlich aufarbeiten lassen, diese Scharfschützen. Und jetzt gibt es ja neue Indizien und ich denke mal, dann gibt es noch weitere Gruppen, die man sich anschauen muss, wer es gewesen sein könnte. Und das ist doch zum Beispiel ein Teil einer rechtlichen Aufarbeitung. Ja, aber die sind es ja selber. Also das ist wie wenn man den Mörder sagt, du musst jetzt den Mord aufklären. Ich meine, das ist doch lächerlich. Sie sind es ja selber. Wenn die es nicht können, dann muss es vielleicht nach Den Haag gehen. Ja, Den Haag. Den Haag hat doch, Den Haag ist nur zuständig für die Länder, die auf der anderen Seite sind. Aber sicher nicht zuständig für Verbrechen des Westens. Das wäre ja ganz was, das wäre ganz was Neues. Ich habe noch nie gehört, dass ein General oder ein Politiker oder irgendjemand vom Westen wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurde. Noch nie gehört, gibt es nicht. Den Haag hat sich da schon mal zu geäußert. Da gibt es einen Taz-Artikel zu Verhalten gegenüber irakischen Gefangenen durch Großbritannien oder britische Söldner. Und die Briten wollten dann, als Den Haag tätig werden wollte, haben ganz schnell gesagt, das machen wir selber. Aber Den Haag ist willig gewesen, sich um das Thema zu kümmern. Habe ich den einen Taz-Artikel dazu verstanden. Da scheint sich was zu bewegen, dass sie ausgewogener werden. Solange der Tony Blair frei rumlaufen kann und nicht im Gefängnis sitzt, wird sich nie was ändern. Ja? Ich meine, der Tony Blair und der George Bush, die sind beides Massenmörder. Massenmörder, Ende. Und die laufen alle frei herum und haben sogar noch Privilegien. Und der Tony Blair ist auch noch Vorsitzender von diesem Nahost-Friedensdings. Ich meine, das ist ja mehr als den Bock zum Gärtner machen.
Ja? Ich würde gerne noch bei der Ukraine bleiben, auch wenn es sicherlich aus anderen Regionen nicht nur positive Erfahrungen gibt. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen zur Ukraine und dann würde ich gleich gerne noch das Interview anspielen mit der Vorsitzenden der progressiv-sozialistischen Partei, was wir gemacht haben. Was ich mich noch frage ist, wie passt das zusammen bei der Yes-Ukraine-Konferenz, bei der letzten? Da war Herr Klitschko, soweit ich mich entsinne, und es waren auch Spitzenpolitiker von der jetzt gestürzten Regierungspartei, der Partei der Region, und Herr Klitschko von der Partei UDA, die ja unterstützt wurde und sich anlehnt an die deutsche CDU oder deren Konrad-Adenauer-Stiftung. Da waren die noch irgendwie einträchtig zusammen, haben sich vertragen auf einer und derselben Konferenz und jetzt stehen die so sich dermaßen gegenüber. Wie passt das zusammen? Ja, das passt sehr gut zusammen, weil was die meisten Leute nicht verstehen, ist ja, dass das, was hier jetzt stattfindet, das ist ja nur ein Austausch von Marionetten. Ja? Ich meine, weder die vorhergehende Regierung noch diese neue Putschregierung haben ja was zu sagen. Wer wirklich in der Ukraine was zu sagen hat, das sind die Oligarchen. Die Oligarchen sind die die bleiben immer die gleichen. Das ist ja völlig wurscht, was da vorne für Politkasper ausgetauscht werden. Das ist wie wenn du ein Theaterstück hast, einen neuen Schauspieler nimmst und der andere ist weg. Das Spiel ist das Gleiche, der Regisseur ist das Gleiche, ist alles gleich. Ja, und ja. Das ist es doch. Ja, zumindest die deswegen sagen die Ukrainer, eigentlich ist ja diese ganze Maidan-Geschichte völlig absurd, weil es hat sich ja nichts geändert. Das sind ja die gleichen Typen, die vorher an der Macht waren, die sind ja jetzt wieder dran. Ja, jetzt haben wir halt da ein bisschen ausgetauscht, ja. Die waren ja alle schon mal an der Macht, die jetzt dort stehen. Alle. Ich meine, außer der Klitschko, aber der hat ja eh nichts zu sagen, der ist ja eh nicht dabei. Die Liberalen um die Frau Timoschenko sicherlich, aber die Rechtsradikalen waren vorher nicht in der Regierung mit dabei. Ja, dadurch sind natürlich jetzt diese ganzen Rechtsradikalen, hat es jetzt auch hochgespült, ja. Die haben jetzt da ein Sonntagsfest. Die können sich jetzt austoben, weil jetzt so ein Vakuum entstanden ist, weil ja, es gibt ja kein Recht und Ordnung. Die Polizei ist aufgelöst, oder? Und jetzt können die natürlich das Ganze erinnert mich ganz klar an Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, wo die SA-Schläger ja in Deutschland gewütet haben. Die sind ja auch überall rein und haben jeden, den nicht passt, haben sie eins auf den Kopf gehauen. Das ist genau das Gleiche. So, diese Schlägertruppen, ja, die jetzt überall da wüten. Ich meine, ich habe doch Videos aufgeschaltet von einer Stadtratssitzung und auf einmal stürmen da diese ganzen Swoboda-Typen und rechter Sektor rein und sagen, jetzt übernehmen wir den Laden. Und es gibt überhaupt keine Polizei oder Ordnungsmacht, die hier da einschreitet. Die ist ja entmachtet worden, aufgelöst worden oder eingeschüchtert worden. Ja. Ja. Was man auch gesehen hat bei der Konferenz von dem Schiller-Institut, da wurden Bilder gezeigt. Es gab ja nicht nur die Zeit, wo die Ende November, wo die Bakut-Einheiten geprügelt haben. Danach waren die Bakut-Einheiten angewiesen, zu deeskalieren. Und gerade zu der Zeit, wo der Sturz passiert ist, gerade da war die Polizei am Deeskalieren. Und da, ja, ich meine, das ist übrigens Videos der gezeigt. Große Fehler, das ist der große Fehler, den ich dem Janukowitsch vorwerfe. Der hätte viel früher ganz knallhart durchgreifen müssen. Genauso wie die Polizei hier, wenn sowas stattfinden würde, massiv durchgreifen würde. Ich meine, da waren Notwehrsituationen. Du glaubst doch nicht, dass wenn vor dem Reichstag
da Barrikaden errichtet würden und Reifen angezündet werden und Uniformierte mit Helmen und Masken und Schlägern rumlaufen würde und dann Brandbomben werfen und Ministerien anzünden und besetzen, dass dann die Polizei einfach da so rumstehen würde. Da würde ja sowas von aufgeräumt werden. Die würden ja nicht nur mit Wasserwerfer kommen, die würden mit Panzern reinfahren in Berlin. Das kann ich dir sagen. Ja. Ich meine, und genauso ist es in Spanien und in Italien oder überall. Oder ja, guck mal, was in London war, damals, wo die Ausschreitungen waren. Ich meine, die haben ja sowas von reingeknüppelt, das gibt's ja gar nicht. Die haben sie umzingelt und fertig war die Sache. Und das ist etwas, was ich den Janukowitsch vorwerfen muss. Er hat nicht konsequent durchgezogen. Der hätte das Ganze im Keim ersticken müssen. Sofort. Ja. Sofort. Janukowitsch reinfahren, umzingeln, verhaften, weg. Ja. Die Regierung Janukowitsch scheint sich der Auffassung gewesen zu sein, dass es eine Abmachung gegeben habe mit Staaten der EU und auch mit der Schweiz und dass man auch der Schweizer Botschafter soll dabei gewesen sein, als eine Abmachung gemacht worden ist, dass man keine Gewalt macht gegen die Demonstranten. Nur von bestimmten Teilen der Demonstranten hat man sich nicht dran gehalten, anders als die jetzt gestürzte ukrainische Regierung. Und man war der Auffassung gewesen, dass sich alle Seiten daran halten würden. Das so. War doch von vornherein eine Farce. Und man hatte von der westlichen Seite her nie die Absicht, dass diese Vereinbarung eingehalten wird. Die war ja nur dazu da, damit die Polizei zurückgeht. Ja? Nur dafür war das da, damit dann diese Gewalttäter voll zuschlagen können. Plus mit diesen ganzen Scharfschützengeschichte, wo das Ganze dann natürlich zum Überlaufen brachte. Es war nie diese Absicht. Denn wenn es die Absicht wäre, warum wird denn dann das nicht umgesetzt? Warum wird denn das nicht? Das ist ja keine 5 Minuten, nachdem das unterschrieben wurde, ist das im Papierkorb gelandet. Das hat überhaupt keinen Wert, diese Vereinbarung. Ich meine, was passiert ist, ist ja, dass der Janukowitsch, der dachte, oh, jetzt habe ich endlich das Problem vom Tisch. Und jetzt habe ich ihnen ja alle Zugeständnisse gemacht. Er hat ihnen ja alles zugestanden. Alles, was sie wollten, hat er unterschrieben. Und dann hat er sich in den Hubschrauber gesetzt und ist zu einer Veranstaltung in die Ostukraine geflogen. Und währenddessen seiner Abwesenheit haben sie dann den Putsch durchgezogen. Und das war die ganze Absicht hinter dieser Geschichte. Ja. Zum Ausklang der Sendung möchte ich jetzt gleich, bringen wir gleich das Interview, das wir am 1. März mit Frau Dr. Natalia Vitrenko, der Vorsitzende der Progressiv-Sozialistischen Partei der Ukraine, gemacht haben. Frau Vitrenko hat in ihrer Rede am 1. März auch die Auffassung vertreten, dass eben die Vertreter von Staaten der Europäischen Union und auch der Schweiz, dass die erhebliche Mitschuld haben am Sturz der Regierung, weil man die Regierung in dem Glauben gelassen hat, sie könnte sich auf so eine Abmachung verlassen. Und ja, ich bitte jetzt um einen kleinen Moment, um Abspielen des Interviews mit Frau Dr. Vitrenko. Ich habe sie auch gefragt, welche Lösungsmöglichkeiten der Krise in der Ukraine sie sieht. Unsere nächste Sendung wird sein am 13. März, also in einer Woche. Wir kommen gleich, wird gleich, denke ich, Signal bekommen, dann wird das Interview gleich abgespielt. It is March 1st of 2014. Here is unser Politikblog. Now we interview Mr. Valery Sergachev from the Kiev Rus Party from Ukraine. Mr. Sergachev,
What is the situation now at the Ukraine after the coup? And what are you doing with your party? Какая ситуация в Украине после переворота? Что вы делаете с вашей партией сейчас? Мы вместе с нашей партией, вместе с Натальей Михайловной Витренко, приехали во Францию, приехали в Германию для того, чтобы информировать общество о той сложной ситуации, которая на Украине, о том, что нацисты пришли к власти, и это все угрожает Европе. Me and my party, together with Natalia Vitrenko, we have come here to Europe. We have been to France already, and we speak to politicians, to just ordinary people and citizens about the situation in Ukraine. And now we want to say to you that after the revolt, the Nazi Party has come to power in Ukraine. То есть нацисты пришли к власти в Украине. Next question. How do you want to restore democracy and the rule of the law, including the human rights at the Ukraine? Как вы собираетесь восстановить порядок, including the rights? The human rights. И как вы, чтобы защитить права человека? Мы считаем, вот Наталья Михайловна подчеркивала о том, что Париж, Берлин и Москва должны сесть и начать решать эту проблему. We think that Paris, Moscow have to come together and to start talks about the situation in Ukraine, and together they can find a solution to this problem. And в первую очередь разоружить незаконные военные формирования, которые получили автоматы Калашникова и оружие от милиции и военных похитили с военных складов. First of all, we have to disarm the paramilitary group armed with firearms, like automatic Kalashnikov. And the other weapons. Во вторую очередь необходимо запретить неонацистские партии, такие как «Свобода», и не допустить регистрации правого сектора. And the second thing we have to do is to outlaw the national socialist parties like Svoboda and the others, and don't let the group of private sector, the right sector, to be registered like a party. The Nazi party must be outlawed in Ukraine. Только после этого можно будет проводить новые парламентские выборы и выборы президента под наблюдением европейских наблюдателей и России. And only after that we can to make free elections of parliament and president under close observance of European community or other countries. Which would take part in that process. Сегодня, в настоящее время, Россия не признала правительство Украины. Европа должна тоже не признавать такое правительство, которое не в конституционном путем пришло к власти. For the moment, Russia had not recognized the new government of Ukraine. So the Europe must do the same, not to recognize the government that is illegal. And they had come to power in non-constitutional way. Этих шагов уже будет достаточно, чтобы остановить кровопролитие, потому что уже сегодня задача ставится военным спецподразделению «Альфа», чтобы они уже разоружали спецподразделение «Беркут». А эта война между спецподразделениями – это недопустимо. Because already today the existing government gives the order to their special forces to start fight with other special forces in Crimea, for example. So they try to clash the special forces between them, and it is not
we can't. We mustn't let it be. That's right. Очень бы хотелось, чтобы европейские политики услышали нас. And we would like to that European politicians hear us. Mr. Barack Obama often says, at least in electoral times, that one of his examples is the former U.S. President Franklin D. Roosevelt. And I think in that time the U.S. have fought against Nazis. And why does Mr. Obama not yet taken this stance? Значит, Обама сейчас приводит пример Рузвельта, но Рузвельт боролся с нацизмом. А почему Обама вот не следует его примеру сейчас? Я хотел бы напомнить историю, когда Российская империя в середине 18 века спасла Америку, не допустила, чтобы на Америку напала Англия, Испания и еще пять государств, Франция. Когда спасла это в 1756-57 годах, Россия спасла Америку, не допустила нападения на Америку. Да, да, да. I would remember that in 1850s, 56 or 54, the Russia saved the United States because it didn't let the England, France, England and other countries to attack United States, and now the United States have to render the good serve to, that is to not do not let the other countries to destroy Russia. Поэтому это в прошлом году было 150 лет этому событию. В прошлом году было 150 лет этому событию. Last year we that was the anniversary of 150 years of that event in the history when Russia helped to save America. То есть если бы Обама хорошо знал историю, он бы был с Россией вместе и вместе поддерживали порядок. Тогда было бы здорово. If Obama knew the history well, so he would like to keep the friendly relations with Russia, and so they could keep peace in all the world. Many thanks. Thanks. Thank you. Es ist Samstag, der 1. März 2014. Ich spreche hier für unser Politikblog, mein Interview mit Frau Dr. Natalia Vitrenko, der Vorsitzenden der Progressiv-Sozialistischen Partei aus der Ukraine. Frau Dr. Vitrenko, wie konnte das passieren, dass diese Proteste in der Form losgebrochen sind, so kurze Zeit nachdem seine Exzellenz, der ukrainische Präsident Herr Janukowitsch, ja erstmal diese Unterzeichnung von diesem Abkommen nur aufgeschoben hat? Wie konnte das passieren so schnell? Dass diese Proteste so schnell losgebrochen sind.
распространились по Украине? Дело в том, что неонацистские боевики готовились на Украине очень давно. Их тренировали, их обучали, они просто ждали часа X. Also die neonazistischen Kampfeinheiten sind in der Ukraine schon seit sehr langer Zeit auf diese Aufgabe vorbereitet worden und haben im Prinzip nur auf den Tag X gewartet. И час X настал, тогда, когда Янукович отказался подписать в Вильнюсе соглашение об ассоциации. Им сказали ФАС. Und der Tag X, der ist dann, war dann gekommen, als Janukowitsch das Abkommen, das Assoziierungsabkommen in Vilnius nicht unterzeichnet hat. А для того, чтобы это оправдать в общественном сознании, устроили в ночь с 29 на 30 ноября провокацию, когда полиция, Беркут били мирных граждан. Und um das auf gewisse Art und Weise im Prinzip vor dem Volk zu rechtfertigen, begann man dann vom 29. in der Nacht vom 29. auf den 30. November letzten Jahres damit, dass die Polizeieinheiten der Berkut gegen die Demonstranten vorgegangen ist, gewaltsam. Вот ночью провокация, показала телевидение эти картины ужасные, люди хлынули на Майдан, и уже с 1 декабря начали работать на Майдане боевики. Also die Leute haben das im Fernsehen gesehen und sind dann zu Tausenden auf den Майдан geströmt. Danach haben die Oppositionellen, ein Teil der Oppositionellen, die Rechtsradikalen, trotzdem selbst dann weiter Gewalt angewendet, als die Regierung damit aufgehört hat, als die Regierung nur noch gewaltfrei gegen die Proteste vorgegangen ist. После этого часть оппозиционно настроенного населения продолжала, пыталась продемонстрировать силу, даже после того, как правительство Януковича Да. Дело в том, что когда начались эти столкновения, и европейские чиновники потребовали компромисса, то власть пошла на компромисс. Она отправила правительство в отставку и приняла закон об амнистии, амнистировав всех боевиков. Regierung hat sich dann im Prinzip auf Kompromisse eingelassen und die Regierung ist im Prinzip entlassen worden und hat ein Amnestiegesetz angenommen. Но потом 15 января появляется интервью Бжезинского. Und am 15. Januar taucht dann ein Interview von Zbigniew Brzezinski auf. И он дает команду не останавливаться. Und er gibt das Kommando nicht aufzuhören. И 19 января начинается новая атака боевиков уже на улице Грушевского. Und am 19. Januar, новая атака. Begann neue Attacken auf der Gruszewski-Straße. Улица Грушевского, да. Brzezinski ist ja bekannt dadurch, dass er der erste Vorsitzende der Trilateralen Kommission war, eines transatlantischen Thinktanks. Wofür steht er heute? Für wen? Für was für Interessen? Was ist ihm da bekannt? Збигнєв Бжезинський давним-давно займається Україною і Росією. Also er beschäftigt sich schon seit lange mit der Ukraine und Russland. Он ідеолог установлення нового мирового порядку. Er ist ein Ideologe, der sich damit beschäftigt, in diesem Bereich neue Machtstrukturen aufzubauen. И поэтому он является рупором Соединенных Штатов Америки, вот обеспечивая всю эту идеологию. Deswegen ist er im Prinzip mit dieser Ideologie der Hebel für die Vereinigten Staaten. Но Бжезинский не один, есть еще посол Украины, США в Украине, Пайет, есть еще Виктория Нуланд,
Есть еще сенатор Маккейн, который вплотную занимались Украиной. Aber genauso gehören dazu der amerikanische Botschafter in der Ukraine Виктория Нуланд und Senator McCain. Посол Украины, США в Украине, Пайет. Пайет, der Botschafter der USA in der Ukraine. Es sind also verschiedene westliche Kräfte. Man kann jetzt nicht bei einer bestimmten westlichen Richtung oder einigen wenigen Thinktanks wahrscheinlich ausmachen, sondern es sind verschiedene. Нельзя сказать, что это западные направления. Наверное, это различные направления. Чего различные? Es scheinen ja dann verschiedene westliche Richtungen zu sein, verschiedene westliche Lobbys oder Machtinteressen. У нас на Украине есть много разных неонацистских организаций, разные. Auf unserem Territorium sehr verschiedene neonazistische Organisationen. Но мы это видим, мы это ощущаем, как ими управляют из единого центра. Aber wir kriegen eben genau mit, wie die gelenkt werden aus einem einheitlichen Zentrum heraus. Управление идет из-за рубежа, из Соединенных Штатов Америки. Die Lenkung dieser Einheit, also dieser Organisation, kommt direkt aus dem Westen, aus den USA. А организации разные. Потом они на Майдане объединились, кстати, в правый сектор. Und auf dem Maidan haben sie sich halt zusammengefunden zum sogenannten rechten Sektor. Jetzt haben wir hier im Westen mehr die friedlichen Demonstranten auf dem Maidan gesehen. Dann haben ja hinterher dieser rechte Sektor die Oberhand gewonnen. Wie ist die Lage jetzt in der Ukraine, wo ja jetzt wir eine Regierung haben, wo die liberale Vaterlandspartei vertreten ist und Leute von rechts, vom rechten Sektor, von Svoboda? Wie ist da die Lage mit dieser neuen Regierung, also wo sowohl gemäßigt rechte Kräfte als auch rechtsradikale, rechtsextreme Kräfte in der Regierung sind? Западных мы видели мирных демонстрантов, мы видели и радикальных демонстрантов. Сейчас правительство создано, в правительство входят и радикальные элементы, и более конструктивные силы. Как вы оцениваете это правительство на сегодняшний момент? Ну, во-первых, это правительство незаконное, какие бы силы в него ни входили. Erstens ist diese Regierung nicht auf gesetzlicher Grundlage zustande gekommen, welche Gesetze sie auch immer jetzt verabschieden mag. Они не в конституционный способ поменяли конституцию, и они не имели права формировать такое правительство. Sie haben auf nicht verfassungsmäßigen Wege die gesamte Staatsordnung jetzt verändert. Во-вторых, в правительство вошла основная масса людей неграмотных, которые абсолютно не понимают, как и чем они будут управлять. Und außerdem sind viele Mitglieder der neuen Regierung absolut unerfahrene, ungebildete Leute, die nicht wissen, wie sie mit dieser Macht jetzt umgehen sollen, was sie tun sollen. Три места в правительстве отдано неонацистской партии «Свобода». Also drei Ministerien hat die Svoboda-Partei bekommen. Генеральный прокурор, член партии «Свобода». Der Generalstaatsanwalt ist Chef, ja, von Partei. Ну да, генеральный прокурор. Да, ist Chef von, ist Mitglied der Svoboda-Partei. Совет безопасности – это комендант Майдана и правый сектор. Und der Kommandant des rechten Sektors ist stellvertretender Chef der Innenministeriumseinheit. То есть неонацисты захватили власть? Das heißt, die Neonazis haben die Macht jetzt errungen. Welche Größenordnung hat inzwischen die Verfolgung von Politikern angenommen, von der politischen Linken oder von der Partei der Region? Und welche Größenordnung hat die Verfolgung angenommen von ja, nationalen und anderen Minderheiten in der Ukraine, jetzt wo die Faschisten so einen nicht unerheblichen Teil der Regierung stellen?
Он спрашивает, каково сейчас на Украине положение левых партий и других меньшинств, маленьких партий, кроме того, национальных меньшинств, если мы смотрим вопрос с точки зрения преследования. Каково положение сейчас, да, насколько велико преследование? Развернуто преследование всех левых партий, лидеров боевых профсоюзных организаций и национальных меньшинств. Unter der politischen Verfolgung leiden jetzt alle linken Parteien, die Gewerkschaften und nationale Minderheiten. Уже большой скандал возник в Закарпатье. Это, ну, западная Украина, Закарпатье. Там именно национальные меньшины почувствовали угрозу. Also in besonders in der Karpatenregion in der Westukraine leiden also jetzt schon unter dieser Verfolgung sehr viele nationale Minderheiten. Das heißt, es richtet sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gegen Russen. Gegen welche anderen Bevölkerungsgruppen sind die eingestellt? Моя дочь младшая ехала в метро, и кто-то заговорил на русском языке. Also meine Tochter, die war in der Metro unterwegs und irgendjemand sprach auf Russisch. Нацисты начали так бесноваться, что все испугались, что они будут избивать этого человека. Und Nazis, die damit im Waggon waren, die fingen also an, sich darüber aufzuregen. А она как раз встретила свою подругу, она разговаривает на русском языке, и моя дочь и та подруга. Ja, und meine Tochter und ihre Freundin, die sprechen auch nur auf Russisch. Так, они боялись раскрыть рот. И после этого мне дочь сказала: «Мама, я увидела, что такое фашизм». Und deswegen, weil sie gesehen haben, weil sie das gesehen haben, haben sie Angst gehabt, ihren Mund aufzutun und haben dann zu ihrer Mutter gesagt: «Jetzt verstehen wir, was Faschismus ist». Они избивают людей на улице. Они проверяют машины, которые движутся по городу. Они проверяют документы у людей. Они врываются в квартиры. Это ужас. Also sie dringen einfach in Wohnungen ein. Sie schlagen Leute auf offener Straße zusammen. Es ist einfach fürchterlich. Was ist Ihr Konzept, um in der Ukraine die Achtung der Menschenrechte, der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen? Was tun Sie mit der progressiv-sozialistischen Partei dafür? Какие ваши представления, как можно сейчас в Украине права человека сохранить, навести демократию с точки зрения вашей партии? Нацистский режим и права человека – это несовместимые вещи. Also ein Nazi-Regime und die Menschenrechte, das sind zwei nicht, es ist kein passendes Paar Schuhe. Почему мы просим помощи от Берлина, от Парижа, от Москвы? Помогите нам освободиться от нацистов. Deswegen wenden wir uns jetzt an die Hauptmächte in Europa und bitten darum, dass man uns hilft, uns vom Faschismus freizumachen wieder. Эту власть нынешнюю признавать нельзя. Diese Macht, die jetzige Macht, die darf man nicht anerkennen. Нужно вводить управление над Украиной. Над Украиной. Как это понимать? Управлять сверху, извне. Man muss eine Regierung von oben jetzt erstmal. Эту власть не признать. Also diese, и сказать, все, вот мы, Берлин, Москва, Париж, мы объединились, и мы сейчас будем управлять Украиной. Да, also die jetzige Macht auf keinen Fall anerkennen, aber die wichtigsten Hauptstädte, die wichtigsten Regierungen in Europa müssen sich zusammentun und die müssen die Ereignisse in der Ukraine jetzt bestimmen. Да, разоружить боевиков. Die Entwaffnung dieser Kampfeinheiten. Запретить неонацистские партии. Die Neonazi-Parteien verbieten. И дать нам возможность провести демократические выборы. Мы сами сформируем, мы парламент и изберем президента. Und uns die Möglichkeit geben, selbst ein neues Parlament auf freiem Wege zu wählen. Das heißt auf jeden Fall Neuwahlen auch als Zeichen der Versöhnung. Что
новые выборы это будет знак объединения, знак примирения? Конечно, безусловно. Это будет стабилизация на Украине, потому что люди смогут сами выдвинуть своих представителей, и там уже какое будет, ну какой будет состав парламента, такой и будет. Das nur auf diesem Wege kommen wir zu einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine. Und die Leute, die werden dann auch die Macht. Главное, чтобы выборы были свободные, демократические. Das Wichtigste ist, dass diese Wahlen in einem freien, demokratischen Umfeld stattfinden. Чтобы не под дулами автоматов и не за денежные мешки олигархов. Dass sie nicht stattfinden unter vorgehaltener Pistole der Oligarchen. Und unter Einfluss des großen Geldes. Was können wir tun für den Frieden, dass es der neuen, ja nicht verfassungsgemäß an die Macht gekommenen ukrainischen Regierung nicht gelingt, die USA und Russland gegeneinander aufzubringen? Что мы должны сделать для сохранения мира, чтобы украинским сепаратистам чтобы они не смогли США и Россию ввести в военный конфликт? Что нам нужно делать? Нужно эту информацию донести до Меркель, до правительства Германии. Нужно, чтобы именно они, имея полномочия, немедленно сели с Путиным, с Оландом решать эти вопросы. Diese ganzen Informationen, die müssen an die deutsche Regierung, an Frau Merkel herangetragen werden, und die müssen sich dann mit Putin zusammensetzen an einen Tisch, um die Situation zu bereinigen. Vielen Dank. Dankeschön.